doch nicht mehr das, was ich will. So, versuchen wir es nochmal. Gang rein, Bremsen raus, Gas, langsam Gas. So. Hupen wir mal. Einmal, dass alle Leute von der Strecke gehen, weil jetzt komme ich hier. So, wir sind schon über die 40. Na, hier schaut es echt doof aus. Da muss ich mir eh noch mit der Grafik spielen, das mache ich aber nach der Aufnahme. Nach 60 geht schon. Servus. Überlege ja auch, dass ich mir vielleicht nächsten Monat eine neue Grafikkarte kaufe. Dann ging das sicher auch besser. Ich denke dann GeForce 6, GeForce 7er Reihe. Also 6800 oder 7900. 7080. Oh Gott, ey. Ich bin halt echt schon wieder verkehrt. Alter, wir sind ja schon wieder auf 90 oben. Bremst mal ein bisschen runter, ey. So, 80 dürfen wir eh fahren, das ist eh gut. So. So, ein bisschen zu viel runtergebremst. Aber das Ding geht so ab, ey. Ja, der Schumacher sein Ferrari einen Scheißdreck dagegen. Wird ja, glaube ich, von Siemens gebaut, der Taurus, wenn mich jetzt nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob den Lizenz auch gibt von irgendeiner Firma. 5% Gas und der macht. Alter, wie schnell der fährt. Ja, der hat echt Power unter der Haube. Versuchen wir mal 3%. Der wird immer schneller, wird immer schneller, ey. Bremst ein bisschen. So. Jetzt kommt diese doofe Kurve, wo wir vorhin rausgekippt sind. Hoffen wir, heute geht es ein bisschen besser. Oder jetzt geht es ein bisschen besser. So. Jetzt können wir mal Bremse wegmachen. Bremse lösen. Jetzt fahren wir durch die doofe Kurve. Wenn wir da durch sind, gehen wir ein bisschen Stoff, ey. Ja, wir kommen ja eh auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja, und ich musste wirklich was in die Details machen, weil das schaut echt doof aus. Da hinten dieses Stufenflackern, das mag ich gar nicht. Ich bin da doch eigentlich Spezialist, aber es hat vorhin so geruckelt. Ich weiß nicht, was da los war. Generell. Wir sind generell bei so wiederholenden Sachen, so Schwellen und sowas, immer wieder prädestiniert für Grafikfehler. Aber jetzt gehen wir mal hier ein bisschen Gas, ey. Volle Bulle, ey. Alter, wieder hochrattert. Alter Schwede. Ich bin schon auf 150. Ja, komm, mal schauen, was der schafft. Das muss doch irgendwie gehen. Vollgas, ey. 200. Scheiß mich an. Hoppala, da wird umgestellt. 230. 238. 140. Ich werd nicht mehr. Komm schon, ein bisschen was muss da noch gehen. Berg hoch. Scheiße, fetzen wir gerade durch die Gegend. Alter, der fährt da aber. Ist das lustig. Ich feiere das gerade voll. Kopf in den Wind stecken. Ich habe auch noch was gemerkt, kann hier jetzt auch umsteigen. Also so habe ich das meistens immer gesehen, so auf dem Nebenplatz. Da es eben mein Gediges ist und ich bin hier mal gehockt und habe so rausgucken können. Tralali. Schaut auch ein bisschen cool aus, das Cockpit so abgerundet. Richtig geil das Design. So, und 6 Minuten sind wir schon da. Kein Wunder bei 241 km/h. Das könnte doch noch schneller gehen. Das muss doch irgendwie gehen, dass das noch schneller geht. Die Grenze raus oder so. Oia. Oh, boing. Ich habe, glaube ich, gerade ein Signal in die Fresse bekommen mit 240 km/h. Also eigentlich, der Zugfahrer ist tot, also bremsen können wir nicht mehr, wenn wir jetzt realistisch spielen würden. Wir sehen ein bisschen Staplerfahrer Klaus. Oi, 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 oi. Und durch das Tor durch. Oi. Kurve. Jetzt fällt die Grafik gar nicht mehr so auf, wenn man so schnell fährt. Aber schon echt beschissen aus, wenn man langsam unterwegs ist. Und darüber. So, da vorne wäre jetzt Hahnburg. Da müsste man eigentlich stehen bleiben, Gleis 4. Aber ich glaube, das verbremsen wir nicht mehr. Wir fahren jetzt einfach durch. Wir hupen. Weg da von den Gleisen. Nein, 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 nein. Oh. Ich bin im Haus drin. Jesus.
Ach komm, ich wollte doch nicht entgleisen. Scheiß Bahnhof, du. Ach Mann. Ach komm schon. Oh, das wird's doof. Ja. Oh, so. Schnelles Spiel. Probieren wir was anderes. Ach. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Probieren wir den jetzt mal aus. Fahren wir mit dem mal eine Runde. Oder nee, ich zeige euch die neuen, die ich dann noch gekauft habe. Solo. Bring me Solo. Versuchen wir mal, die jetzt wieder los zum Losfahren zu bringen. Wie gesagt, ich bin verzweifelt ziemlich. Hä? Was ist los? Will doch gar nicht Steam. Steam, weg mit dir. Hinfort aus den Augen. Hey. Doofes Steam-Fenster. Mal was trinken. Ein Amtrak. Schon mal gesagt, dass mich das an Battlefield 3 erinnert. An diesen Panzer, diesen Amtrak-Panzer. Ein Rush-Panzer. Die ganze Zeit das mobile Spawn-Punkt war. Ich weiß nicht, den habe ich nie so gemocht. Fand irgendwie ein bisschen doof. War ein bisschen OP für Rush. Bad Company brauchten wir sowas auch nicht. So. Da sehen wir wieder den EWS Class 92. Als britische Loks, ich weiß nicht, ich finde die schauen alle doof aus, sie schauen aus, als mitten durchgeschnitten, einfach abgeschnitten, wie U-Bahnen, also weiß nicht, also gefallen mir gar nicht vom Design diese britischen Loks. Hätten sich viel mehr auf die deutschen und europäischen konzentrieren sollen, wäre besser gewesen. Ja, England gehört auch zu Europa, aber nicht so richtig. So, jetzt gucken wir hier drin. Jetzt geht's nämlich schon mal los. So. Weil jetzt haben wir nämlich hier eine Barbremse. Und jetzt müssten wir eigentlich nur Bremse lockern. Jetzt müssten wir eigentlich fahren. Hoffen wir mal. Es geht sogar. Ja, weil wir alleine sind. Weil also muss man hier jetzt diese Bremse lockern und dann noch die Zugbremse. Ich glaube, wir sind nämlich alleine. Oder sind wir alleine? Ja, wir sind nur die Lok. Regionalexpress. Gut, dass wir einen Regionalexpress haben ohne Züge. Die Leute müssen in die Lok einsteigen. So, fahren wir mal, schauen wir mal, was der kann. Ein bisschen vorsichtig hier fahren. Wissen wir ja schon, da kommt jetzt dann gleich der Berg und die Kurve. Und bei Hahnburg auch bremsen, wissen wir jetzt auch. So. Hey, nenn das so Kaffee. Halte, ich will auch Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Ne, Jause, komm schon. Alter. Was ist das eigentlich? Geht nicht. So, Geschwindigkeitsüberschreitung. Ups, Alter, wir sind schon wieder ein bisschen zu schnell unterwegs. So, was gibt's denn hier noch so? Was ist das denn hier? Das war wahrscheinlich zum Festklemmen vom Fahrtenbuch. Haben wir das One eigentlich? Genau, One ist da. Jetzt haben wir da unten. Da ist was. Ah, so Scheibenwischer. So, Scheibenwischer ist aus. Gut. Wir fahren immer noch mit 102 km/h. Schauen wir mal, hinten ist noch die andere Lok da. Das ist mir auch cool, dass die Züge, die man sich selber editiert, kommen auch hier vor. Also ich habe auch schon eine der ÖBB-Loks hier gesehen. Das finde ich auch eine richtig coole Idee. Ja, Grafikfehler, ich weiß, der schaut scheiße aus. Darum kümmere ich mich dann gleich. Ach, Ende dieser Folge. Ich versuche jetzt mit dem noch irgendwie Crash zu bauen. So. Ah, Quatsch, das war die Bremse. Die braucht man nicht. Wir geben voll Stoff, ey. Warum bremst du die ganze Zeit? Ah, jetzt nicht mehr. Ah, braucht ein bisschen zum Reagieren. Ist halt träge, die alte Dame. So, jetzt geben wir mal Gas. Schauen wir, was der schafft. Oh, Solo. Bring me Solo. 110. Man kämpft schon. Kämpft echt schon. Man merkt halt, was der Taurus doch für Power hat. Ich glaube, mit dem werden wir auch nicht so leicht umfallen, mit der hier. Körper fast durchkommen nach Maschen. So. Uiuiui. Da kommt ein Zug entgegen. Den hupen wir gleich mal an. Das ist eine deutsche Bahn. Wenn sie auch was denken, wenn eine einzelne Lok entgegenrast mit 170 km/h und nur pfeift. Ein bisschen Autofahrer ärgern. Hatten wir einen Lag.
Auf 174 sind wir jetzt. Ich glaube, da sind wir bei der Grenze dieser Lok schon angekommen. Ich glaube, mehr schafft die nicht. Schade eigentlich. In 160 dürfte man fahren. 174 fahren wir. Also wenn wir da noch Waggons dran haben, ist die doch ein bisschen schwach. Also 160 würden wir hier nicht schaffen. Mit Waggons. Echt mal sagen. Wenn die ist auch eine ältere Lok, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die noch so eingesetzt wird von der Deutschen Bahn. Leider überhaupt keine Idee. Ich weiß nicht, wäre interessant. Vielleicht arbeitet einer von euch bei der ÖBB oder bei der Deutschen Bahn. Auch einfach mal in die Kommentare schreiben. Wäre auch mal auch sehr interessant zu wissen, wo eigentlich die Leute so arbeiten. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht. Geht klar. So, 174. Fahren wir ein bisschen nach links. Das ist das Gute, man muss nicht lenken. Also eier ich ja sowas immer nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, weil in Computerspielen irgendwie die Spur halten ist echt schwierig. Auch mit Gamepad oder mit Lenkrad, weiß nicht warum. Und ja, ich finde das ist auch noch was, was ich mir überlegt hätte, dass ich einen Euro Truck Simulator mit Lenkrad spiele. Wäre sich auch mal lustig. Und vor allem wie ich fahre. Oh, Überschlag, scheiße. So. Ja. Das ist halt jetzt nicht so lustig, wenn wir nicht so schnell sind. Aber wir sind trotzdem in 6 Minuten da. Hupen wir nochmal. Hupen, hupen. Hupen, hupen. Hupen, hupen. So, schauen wir mal ein bisschen die Lok von außen an. So schaut die aus. Jetzt so ein bisschen ein Bäuchchen. Die kann ich mir noch erinnern. Also, in der Zeit, wo wir in Deutschland gelebt haben, war ich auch schon absolut Lokfanatisch. Und da habe ich die immer angehimmelt. Das war so meine Lieblingslok damals. Die hat mir so gefallen. Die sind dann immer, wo, also ich komme ja aus Schwabach, das ist bei Nürnberg, ja, da gibt es eine Zugverstrecke nach Nürnberg rüber, sind immer die Loks gefahren. Meine Mutter dann immer, also immer einkaufen gefahren nach Nürnberg. So, jetzt wird interessant, da vorne kommt nämlich der Bahnhof von Hahnbrück, mal schauen, ob es uns wieder rausbrackt. Oder ob wir es diesmal schaffen, in der Spur zu bleiben. 174, ich glaube schon. Das geht schon. Der hat uns ja schon überschlagen mit dem Taurus. Also weit runter muss man gar nicht. Mit der Geschwindigkeit reicht schon so. So. Und sind schon vorbei am Bahnhof. Ja, ganz schön viele Gleise hier. Man kann ja theoretisch ja auch von Hamburg nach Hannover fahren. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen. Hannover war da nicht. Ich glaube, in Hannover war doch das Starlight Express Musical. Wenn ich jetzt nicht irre. Ich bin ja auch mal hingefahren mit meiner Mutter. Das war auch ewig lang. Köln vorbei und ich weiß nicht alles. Ich war auch einen halben Tag mit dem ICE gefahren. Ich glaube, das war in Hannover. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Kann überall sein. So, noch mal ein bisschen. Die rattert die Lok hier. Schön die 174. Aber die schafft sie auch konstant. Mal schauen. Ja, der Stromauflieger. Liegt auch richtig, oder? Liegt er drauf? Als kann ich sich sehen. Ja doch, der liegt schon an der Leitung an. Das wäre jetzt irgendwie noch ein Fail gewesen, wenn der Stromabnehmer gar nicht an der Leitung fährt. Das hat mir als Kind auch immer gewundert, warum immer der falsche oben ist. Ich dachte immer, es muss der vordere oben sein. Aber eigentlich ist es so, der wird hier nachgezogen. Also es wird immer der hintere hochgefahren. In Fahrtrichtung hinten. Und der tänzelt da so hin und her. Die werden da auch so schief verlegt, dass die sich halt nicht... dass der Strom aber nicht mehr gleichmäßig abgenutzt wird. Ja, jetzt liegt die ganze Zeit auf der Mitte. Und normalerweise ist es so, dass die so nach links, rechts, links, so, wie man es jetzt sieht, so pendeln. Einfach damit der halt nicht, also dass er halt gleichmäßig abgenutzt wird, weil da steht ja auch Reibung. Die müssen ja auch regelmäßig ausgetauscht werden. So. Ah, jetzt sieht man es gut. Wir fahren immer noch. Kommt uns ein ICE entgegen. Cool, eine Weißwurst. So, und ist durch. Der ICE ist immer auch gefahren nach München. War lustig. Mal Signal anhupen. So, in 2 Minuten sind wir da in Meschen. Da vorne kommt es ja sogar schon. Ich sehe es ja schon auf der Minimap. Ein bisschen bremsen. 1 Kilometer noch. Hauen wir mal die Bremse rein. Oh, okay, Notbremsen will ich nicht. Ich will nur bremsen einfach. Haben wir mal anhalten können beim... Okay, jetzt brauchen wir doch die Notbremse. Das sind immer 1/2 Kilometer bis dahin. Wir fahren noch über 100.
Ach komm, passt schon so. So, ich glaube, es müssen wir eh. Also ich werde uns jetzt uns bei den 120 rauskaut. Jetzt war ein bisschen zu langsam. Den Gas geben. Was ist jetzt los? Warum halten wir an? Wie viel Gas geben? Ah, jetzt geht's. Ja, ein bisschen langsam. So. Da sind die Leute. Gehen wir mal rüber. Das könnte man langsam mal bremsen. Ja, ich weiß, es piept. So. Wenn wir stehen bleiben, dann haben wir die Mission sogar gleich geschafft. Mit der Mauszeiger da nach rechts ist. So. Na, wie geht's den Leuten? Sind eh keiner da. So. Na, komm schon. Tralali. Gut gemacht. Ende der schnellen Spiele hinaus. Erreicht. Jawohl. Ziel abgeschlossen. Und das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.